Ein neues Pokémon wurde angekündigt für Pokémon Legend Arceus. Okay, ja, es wurde nicht ein ganz neues Pokémon angekündigt, aber wir haben einige neue Informationen zu Pokémon Legend Arceus bekommen. Nicht nur, dass ein neues Pokémon da ist, nein, wir haben auch einen neuen Trailer bekommen und alles das erfahrt ihr heute im Video. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wenn ihr also nichts mehr zu Pokémon verpassen wollt, sei es Pokémon Unite, Pokémon Legend Arceus, Pokémon Strahlender Diamant, Leuchtende Perle, Tipps und Tricks, Guides, News oder was auch immer, dann lasst doch gerne ein Abo da. Dies könnt ihr kostenlos tun und aktiviert die Glocke, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir erstmal zum ersten Pokémon. Und ja, es ist, Leute, ein neues Pokémon angekündigt. Und wie soll es anders sein? Es gab schon einen Teaser. Ich habe da extra kein Video zu gemacht, weil danach kam so direkt so ein Zack-Tweet. Ey, Leute, morgen erfahrt ihr es. Deswegen habe ich heute extra ein kleines Video gemacht. Es wurde nämlich Voltoball angekündigt, beziehungsweise wahrscheinlich kommt Elektroball auch eine Weiterentwicklung, also eine andere Form. Und Voltoball ist nun im Prinzip im Pokémon Legend Arceus vorhanden. In einer Regionalform, das heißt ein bisschen abgewandelt. Es war schon zu vermuten, muss man da ganz klar zu sagen. Und es gab ja auch schon mal so ein Leak, was ich auch schon mal thematisiert habe, dass es ganz bestimmte Pokémon hier gibt. Und dieser Leak hat halt auch so einige Pokémon schon, ich sag mal, schon vorhergesagt. Und jetzt dadurch, dass auch zum Beispiel auch Voltoball dabei ist, kommt das halt immer mehr zusammen und man muss sagen, die Leaks, die halt schon vor ein paar Monaten da waren, stimmen nach und nach immer mehr. Dadurch, dass jetzt Voltoball auch endlich released worden ist, wissen wir auch endlich, welchen Typen es bekommt. Es wird nämlich Pflanze Elektro. Ja, ihr habt richtig gehört. Damit ist Rotom wahrscheinlich auch nicht mehr das einzige Pokémon mit dieser Kombination. Nein, so ist nun auch zum Beispiel Voltoball mit dieser Typenkombination da. Ob Elektroball auch diese Typenkombination bekommen wird, das ist noch nicht gewiss. Wahrscheinlich schon geht da sehr stark von aus, dass dieses Pokémon auch eine Typenkombination wie Voltoball bekommen wird. Die Frage ist halt, wie die Werte nachher aussehen. Das wissen wir leider noch nicht alles. Das können wir erst sehen, sobald das Spiel draußen ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Des Weiteren gab es dann natürlich auch einen kleinen News-Trailer, wo wir endlich die Animation beim Fang richtig gesehen haben, beziehungsweise wie das Ganze ablaufen wird. Das heißt, wie man zum Beispiel richtig kämpft. Es gab schon viele Trailers. Jetzt gab es nochmal einen extra Trailer, der halt nur das beinhaltet hat, so ein bisschen, wie man das richtig sehen konnte, wie man das Kämpfen sehen konnte, das Schwächen, allgemein das Fangen noch mal ein bisschen laufen. Also man hat ein bisschen mehr Gameplay gesehen als sonst und nicht so eine Trailer-Sache wie sonst. Und ich fand das sehr, sehr cool. Man muss dazu sagen, das ist in dieser japanischen Show rausgekommen bei, ich glaube, das muss ich nochmal überlegen, das ist Mario Kitty Cat Show oder so nennt sich die. Ja, fragt mich nicht, Leute. Ist auf jeden Fall richtig komisch. Es ist auf jeden Fall komisch. Aber auf jeden Fall kam da ein neuer Trailer zu. Wir haben neues Gameplay-Material dazu bekommen. Sieht sehr clean aus, man muss ich sagen. Es ist interessant. Ob das Game nachher überzeugen wird im Januar, das sehen wir dann natürlich. Aber all in all sieht es ganz richtig cool aus. Man sieht, wie gesagt, die Anfang-Animation. Man sieht zum Beispiel auch, wenn wilde Pokémon einen angreifen, dass es halt irgendwie vorher schon, ich sag mal, rot markiert wird. Man sieht so ein bisschen schon, okay, hey, das Pokémon will kämpfen, passt auf. Und es, ich find's cool, es ist ganz cool gemacht, sieht optisch gut aus einigermaßen, natürlich die Grafik ist immer noch nicht so richtig geil, aber wir warten mal ab, ne, sind ja noch ein paar Wochen hin bis zum Spielrelease, ja, klappt 6 Wochen und dann geht's endlich los. Was haltet ihr davon? Schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu, fandet ihr das jetzt gut, findet ihr Voltoball bzw. Elektroball geil oder nicht, feiert ihr das, feiert ihr den Pokéball, ich finde irgendwie der sieht, keine Ahnung, komisch aus. Einfach komisch, meiner Meinung nach. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und was sagt ihr zum Gameplay-Trailer? Fandet ihr den gut, dass man halt mehr gesehen hat, wie das ganze Fangsystem funktioniert, wie das Kampfsystem ein bisschen funktioniert mehr? So, das war schon wieder alles mit dem heutigen Video. Erstmal mit Pokémon Legend Arceus. Ihr werdet in den nächsten Tagen noch ein paar andere Videos von mir bekommen. Ich habe ein bisschen was zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle vorbereitet, wo wir uns definitiv komplett mal ein bisschen mit dem Duellturm befassen. Ihr werdet von mir ganz viele Teams bekommen und sowas, die man da zocken kann, weil das sich viele gewünscht haben, wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, bleibt dran, haut ihr rein. Tschüss.